Vorname Peter, Nachname Fritz und ich interviewe heute eines der höchsten Tiere der EU, den Hahn. Sie können aber gerne natürlich auch Johannes, Gio, Pamela, Randy, Hahn zu mir sagen. Herr Peter, jetzt ist ja folgendermaßen, ja, ich bin aber noch nicht per Du mit Ihnen. Jetzt ist so, ich bin der EU-Erweiterungskommissar. Das Problem ist, die Türken haben sich jetzt aus dem Nest hinaus buxiert selbst. Da gibt es wenig jetzt zu erweitern. Und jetzt muss ich selbst mir etwas suchen, Herr Peter. Nämlich, ja, weiß ich. Was ich tue. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache im EU-Bau einen Erweiterungsbau. Ich habe ein großes Ei jetzt hineingelegt. Und das ist es, was ich gemacht habe. Das finde ich wirklich dufte, dass auch mal ein Hahn ein Ei legt und das nicht immer nur den Hennen überlassen wird. Das ist echt mal gelebte Emanzipation hier. Ja, sieht auch ein bisschen aus wie der Geldspeicher von Dagobert Duck. Kommen mir überhaupt immer mehr vor wie in Entenhausen. Donald Tusk kandidiert hier als EU-Ratspräsident. Der hat ja die Leute alle neu umgesetzt hier mit der neuen Sitzordnung hier in dieser Liegebatterie, ne? Ja, hoffentlich sitzen wir nicht neben den Polen. Nur nicht neben den Polen. Wissen Sie nicht, wo Sie sitzen? Moment mal. No, hallo, bonjour. Hallo. Sie sitzen neben Frau Schittlo, der Frau aus Polen. Shit. Bitte da drüben. Ja, da drüben. Nicht neben Schittlo, bitte. Er sitzt neben der Frau aus Polen. Abstellen. Hey, Luxemburger, sitzt du gut? Nein, nein, Donald, ich mag nicht neben der Frau aus Polen sitzen. No. Hast du Probleme mit Polen? Nein, nein, nicht en general, aber gegen dich habe ich nichts. Du bist ein Pluspol, aber sie ist ein Minuspol und sie glaubt an Weltverschwörungstheorien oder mit den Kaczynski-Brüdern und so weiter. Sie ist eine Rechtspopulistin, niemand will neben dir sitzen. Bitte, setz mich um, du willst doch gewählt werden, du willst doch meine Stimme. Muss ich ja den anderen Platz suchen, damit er mich wählt. Verdammt, ich habe alles... Hey, Kroate, du sitzt jetzt neben der Frau aus Polen. Ist gut? Gefällt dir? Beachcomadre. Perfekt. Mir, alter Burger, bist du deppert, oder was? Du kannst ihn auch erpressen, den Donald. Hey, Alter, willst du mehr Stimme haben, oder was? Was ist? Was ich mag nicht neben der Frau aus Polen sitzen. Ha? Verdammt, ich suche einen neuen Platz. Ja. Das ist ja verrückt. Keiner will sitzen neben der... François, sehr gut. Du sitzt neben Frau aus Polen. Oh, no. Aber du bist nur ein paar Mal hier. Ein paar Mal? Nur das ist dreimal. Ich will nicht neben dir. Du weißt schon, was ich meine. Setz mich um. Das ist... Angela, hast du schon gehört? Was denn? Ich muss sitzen neben Frau aus Polen. Nein, das musst du nicht, mein Kleiner. Du sitzt bei mir. Oh, merci, du sitzt... So wie immer, na klar, ich mach das mal klar. So, du Eierkopf, weg hier. Das ist François. Entschuldigung, hallo. Wissen Sie, wo mein Platz ist? Nee, da nehmen der Frau aus Polen. Nehmen der Frau aus Polen. Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Wie viele Nullen? So, es reicht mir jetzt. Es reicht. Ich habe jetzt wirklich alles getan. Jeder sitzt, wo er will. Ich habe Stimmen von fast allen bekommen. Nur eine Person hat mich nicht gewählt und die sitzt jetzt neben Person, die niemand mag. Ihr könnt euch aussuchen, wer ist, wenn ihr seht. Ja? Und jetzt geht alles nach Plan. Oh, ich bin zu spät. Entschuldigung, ich habe die Zeitverschiebung vergessen zwischen Frühstück und Aperitif. So. Wir sind alle bereit, haben alles geklärt. Der Einzige, der fehlt, auch Jean-Claude kommt auch. Sehr gut. Wir haben bereits alles gemacht. Alles geht wunderbar. Der Stuhl ist nicht bequem. Wer tauscht mit mir? No! Marschall, vielen Dank, meine Damen und Herren.